Hier, im beschaulichen Wahlwies, einem Teilort von Stockach, liegt das Pestalozzi-Kinderdorf. Ein sicherer Ort für Kinder und Jugendliche in sozialer Not. Eingebettet in eine Landschaft aus Hügeln, Bächen, Gemüse- und Obstplantagen, strahlt das Kinderdorf Ruhe und Geborgenheit aus. Im Dorf befinden sich 20 Familienhäuser, in denen Kinder, die nicht bei den leiblichen Eltern aufwachsen können, ein behütetes Zuhause finden. In 9 Ausbildungsbetrieben lernen Jugendliche mit und ohne Förderbedarf gemeinsam einen Beruf. 4 dieser Betriebe produzieren Bio- und Demeter-Lebensmittel, die sowohl extern verkauft werden, wie auch zur Selbstversorgung des Kinderdorfes dienen. Frühmorgens, während die meisten Dorfbewohner noch schlafen, wird in der Pestalozzi-Bäckerei bereits fleißig gearbeitet. Ich habe schon während meiner Schulzeit immer Brötchen ausgefahren, morgens früh mit dem Fahrrad. Und so bin ich da einfach irgendwie reingerutscht. Und ins Kinderdorf bin ich gekommen, weil ich einfach mit Kindern und Jugendlichen arbeiten wollte und ihnen das beibringen, was ich gelernt habe, weil ich einfach festgestellt habe, dass das Wissen, was unsere Generation noch hat, verloren geht. Unsere Zielgruppe sind einfach Menschen, die gute Backwaren schätzen, die eine besondere Qualität bei uns bekommen. Und wir sind eine der wenigen Betriebe, die wissen, was wir in die Backwaren reintun. Also wir machen schon seit ungefähr 20 Jahren Volldeklarationen. Ich kann genau sagen, was ich reintue. Und das können viele eben nicht mehr. Wir haben Rinder, davon haben wir mit Milchvieh und Mast 210 ungefähr. Dann haben wir Schweine, Mast und Mutterschweine, das sind ungefähr insgesamt 70. Wir sind ein Demeterbetrieb, was mir wichtig ist. Dann das andere ist, dass wir auf dem Erlenhof auch für Demeterbetriebe sehr vielfältig sind. Also wir haben, das haben nicht alle Demeterbetriebe, so viele verschiedene Sparten. Jetzt beginnt der Tag auch bei Familie Kabisius. Hier leben 6 Kinder mit einem pädagogisch ausgebildeten Ehepaar zusammen. Andrea und Axel, wie sie von den Kindern genannt werden, übernehmen die Rolle der Eltern, solange die leiblichen Eltern sich nicht um die Kinder kümmern können. Wir haben heute 12:45. Die Wohnsituation ist vom Grundsatz her so angelegt, dass das gesamte Haus uns zur Verfügung steht und wir ja als sogenannte familienanaloge Wohngruppe versuchen, ein Familienleben abzubilden, also so wie eine Familie den Tagesablauf dann eben zu gestalten. In aller Regel kann man so generell sagen, sind Dinge in den Herkunftsfamilien vorgefallen, die es notwendig machen, dass die Kinder eben anderweitig betreut werden müssen. Teilweise sind das Krankheiten der Eltern, die dazu führen, dass sie die Kinder eben nicht mehr betreuen können, aber eben leider auch solche Dinge wie häusliche Gewalt. Am meisten brauchen sie Zuwendung, Aufmerksamkeit, sind natürlich auch sehr empfänglich für Lob und was wir in unserer Arbeit merken, sehr viel Struktur. Dass sie also wirklich eine Verlässlichkeit im Tagesablauf haben, wo sie sagen, wir wissen, was auf uns zukommt. Dann, mach's gut. Bis heute Mittag. Tschüss. Viel Spaß. Na? Tschüss.
Der biologisch-dynamische Anbau hat im Pestalozzi-Kinderdorf eine lange Tradition. Einer der beiden Kinderdorfgründer, Dr. Adalbert Graf von Kaiserling, brachte diese Wirtschaftsweise bereits 1947 nach Wahlwies. Er lernte sie bei Rudolf Steiner kennen, der 1924 auf dem Gut Koberwitz nahe Breslau seinen landwirtschaftlichen Kurs hielt. Ja, ich habe 2011 meine Ausbildung angefangen, 2 Jahre, und bin seitdem auch hier in der Gärtnerei geblieben, danach als Gesellin, und jetzt dieses Jahr im Sommer habe ich meine Meisterprüfung abgeschlossen. Ja. Also wir haben 11 Wochenmärkte und eine Direktvermarktung hier vor Ort, wo unsere Produkte, unser Gemüse verkauft wird. In Freiland sind wir recht stark mit Kohlrabi und Salat vertreten. Wir pflanzen an die 2 Millionen Salatköpfe im Jahr. Es ist eine Hochzeit in der Pflanzung, vielleicht im Juli, wo unsere Herbstsätze festgelegt werden. Und ja, da sind wir dann bei so einer täglichen Pflanzleistung von knapp 200.000 Pflanzen am Tag. Erste hier und dann bereite ich alles vor und fange schon an zum Kochen, und hier wird dann schon produziert, und wenn das unsere Kessel hier dann unter Volldampf steht, muss ich so früh anfangen. Heute gibt es zum Beispiel Rinderfleischkäse mit Kartoffelbrei, gemischten Salat und Joghurt. Das meiste ist von uns selber produziert. Ja. Auf dem Erlerhof gibt es die Rinder, die Schweine. Ja. Und die werden dann auch von unserem eigenen Metzger geschlachtet, und das wird dann hierher geliefert. Das ist ein großes Plus hier. Über den Sommer beziehen wir komplett alles hier von unserer Gärtnerei. Die Brötchen, wo wir für unsere Suppen oder so brauchen, die kommen von unserem Bäcker. Ja, also ganz toll hier. Wir kochen ca. 1000 Essen jeden Tag. Und 200 Essen gehen davon für uns hier im Kinderdorf, und der Rest wird außer Haus geliefert. Die Produktvielfalt, wo hier geliefert wird, ist gigantisch. Ja, alles frisch, ja, und auch die Rinder, die Schweine, du weißt, wo es herkommt, richtig toll. An der Dr. Erich Fischer Schule werden Kinder und Jugendliche unterrichtet, die im Schulalltag wieder Fuß fassen und Freude am Lernen entwickeln sollen. Ein Teil des Unterrichts findet im Kleintiergehege auf dem Pestalozzi-Erlenhof statt. Das Besondere ist, dass die Kinder, die bei uns in der Schule sind, ja so verschiedene Schwierigkeiten haben, aber auch ganz viele Stärken. Und im Bereich der Arbeit hier sie einfach sehr viel ihre Stärken zeigen können. Wir haben Kinder, die sich nicht konzentrieren können oder schwer konzentrieren können, die hier eigentlich eine halbe, dreiviertel Stunde konzentriert arbeiten, ohne da eine Frage dran zu haben. Und das, was die tiergestützte Arbeit so besonders macht, ist die Sinnhaftigkeit. Also es ist ja anders als jetzt vielleicht Mathematik oder Deutsch oder sowas, macht es total Sinn. Ne? Die Tiere brauchen was zu fressen, die brauchen einen sauberen Schlafplatz, die brauchen die Zuwendung, die wollen gerne gestreichelt werden. Und all das erklärt sich eigentlich von selbst. Und es hat in dem Moment nichts mit mir als Erwachsenem zu tun, sondern nur mit dem Tier und der Beziehung, die das Kind zum Tier hat. Bist du fertig? Und dann müssen wir nochmal auswechseln. Ja, auch der Kontakt zu Erwachsenen ist oftmals eher schwierig. Und die Tiere sind eigentlich so wie Vermittler zwischen dem Lehrer oder der Lehrerin und den Kindern. Tschüss!
Wir arbeiten nach dem Konzept vom Waldorf-Kindergarten. Das heißt, wir haben hier einen festen Rhythmus. Die Kinder kommen morgens so plus minus um 8, dann ist erstmal Freispiel. Dann frühstücken wir gemeinsam, dann gehen wir viel raus. Also alles wie im Waldorf-Kindergarten. Wir legen sehr viel Wert auf Naturmaterial, dass die Kinder durch Nachahmung lernen und nicht so sehr über den Kopf, über das Kognitive. Also gerne arbeite ich tatsächlich wegen dem Konzept hier. Erstens bin ich mit Leib und Seele Waldorfpädagogin und zweitens ist es mir wirklich ganz wichtig oder finde ich das Konzept sehr gut, dass die Jugendhilfekinder mit externen Kindern zusammenkommen. Häufig trennt sich das schon in der Schule und der Kindergarten, finde ich, ist ein ganz wesentlicher Punkt, in dem eben diese Trennung noch nicht ist. Wegen der unterschiedlichen Schul- und Kindergartenzeiten holen die Kinderdorffamilien das Essen in die Häuser und essen dort. Im Speisesaal hingegen essen die Kinder aus der Tagesbetreuung sowie die Auszubildenden und Mitarbeiter aus der Verwaltung und den verschiedenen Betrieben. Ich war selber ein Kind im Kinderdorf, bin damals mit 6 Jahren hier ins Kinderdorf gekommen, weil meine Mutter gestorben ist, später dann auch mein Vater. Nachdem ich dann wieder in meine Heimat nach Frankfurt gezogen bin, habe ich eigentlich das Verlangen gehabt, dem Kinderdorf auch wieder ein bisschen was zurückzugeben, was es mir gegeben hat. Nachdem ich dann meinen Meister gemacht hatte und hier die Stelle als Schreinermeister frei geworden ist, habe ich mich darauf beworben und habe das unendliche Glück gehabt, auch genommen zu werden. Und mir macht besonders Spaß im Kinderdorf, mit den ganz vielen sehr engagierten Mitarbeitern, sowohl aus dem Familienbereich, sowohl in der Pädagogik, in der Nachhilfe beim Sozialdienstberuf, unser Therapeutikum, dass sich hier ganz viele Menschen um Jugendliche kümmern, die einfach schon Sachen erlebt haben, da das glauben sie nicht und ich manchmal auch nicht. Und das macht mich wütend, dass Eltern ihren Kindern sowas antun. Aber es gibt ganz viele engagierte Menschen hier, die es ermöglichen, den Jugendlichen eine Perspektive zu geben für ihr zukünftiges Leben. Wir können es denen anbieten, wir engagieren uns da. Und bei vielen schaffen wir das. Ja, das ist unendlich viel, was wir da geben können. Und das macht mir wahnsinnigen Spaß, dies zu sehen, ein Teil davon zu sein und mitzuwirken, dass Jugendliche tatsächlich, wenn sie hier rausgehen aus dem Kinderdorf, tatsächlich eine echte Alternative haben, die geerdet sind, die erzogen worden sind, die die Umgangsformen beherrschen, die eine Ausbildung haben oder dann so weit sind, dass sie eine Ausbildung extern anfangen können, die vielleicht auch wieder den Umgang mit ihren Eltern oder mit ihrer Verwandtschaft lernen. Und ein Teil davon zu sein, ist klasse. Also wir haben alles, was eigentlich so im Biolade anzutreffen ist und besonders ist halt, dass viele Produkte hier auch wachsen und hier entstehen, wie unsere Backware hier nebenan bei den Bäcker. Und wenn man hier durch die Gegend radelt, sieht man, wie die Äpfel hier wachsen und das macht einfach Spaß. Ich denke, der Mensch und natürlich die Bioprodukte, die stehen hier im Mittelpunkt. Es geht nicht nur um Profit, sondern auch, wie man miteinander umgeht. Fair und freundlich und so lässt sich es dann auch entspannt arbeiten. Man ist nicht dauernd unter Druck. Und das Schöne ist auch, dass wir Jugendliche haben, die hier einen Beruf lernen sollen und so einen guten Start ins Leben kriegen. Aus menschlichen Gründen, weil hier ein sehr nettes menschliches Klima ist, man hat persönliche Kontakte. Und dann auch soziale Gründe, weil ich es ganz gut finde, dass hier Jugendlichen eine Chance gegeben wird, so einen Einstieg ins Berufsleben zu bekommen. Das ist für mich auch ein ganz wichtiger Aspekt. Musik
Ja, die Kinder, die hier im Kinderdorf leben, sind aufgrund der Erfahrungen, die sie in ihrem jungen Leben gemacht haben, hoch belastet und stoßen im Alltag immer wieder an Grenzen. Und neben den Familiengruppen, bei denen sie Sicherheit und auch eine Struktur und einen Rahmen erfahren, haben wir hier im Therapeutikum die Möglichkeit, im intensiven Einzelkontakt nochmal auf therapeutische Art und Weise zu unterstützen und uns besonders schwierigen und problematischen Situationen zuzuwenden. Es wird Abend im Kinderdorf. Bei Familie Fünfkirchler ist der Abendbrottisch gedeckt. Die Kinder erzählen von ihrem Tag und genießen das Miteinander. Aber das ist unmöglich. Du hast keine langen Beine wie ich und kannst nicht davonlaufen. Angelau wird dich auffressen. Ja, und du kannst auch nicht auf den Baum klettern wie ich, kreischte der Affe. Angelau wird dich gewiss auffressen. Wir werden sehen, meinte die Schildkröte. Wir werden sehen. Und sie bestand. Beim Vorlesen kommen die Kinder zur Ruhe, bevor es für die Kleineren Zeit wird, ins Bett zu gehen. Die Größeren dürfen natürlich noch etwas länger aufbleiben. Und die Schildkröte blieb allein am Strand zurück. Als sie genügend davon beisammen hatte, begann sie den Rutang zu spalten und Stricke daraus zu knüpfen. Nach einer Zeit erschien Angelau und brüllte wieder. Das Jugendcafé ist ein offener Treff hier im Kinderdorf und wir gestalten mit den Jugendlichen gemeinsam das Programm. Fängt an von wir chillen gemeinsam, über wir hören Musik. Es gibt Abende, da sind einfach ja, Gespräche mehr im Vordergrund. Dann wird einfach mal ein Film geguckt, das ist öfters auch mal eine Party. Oft sind sehr viele Jugendliche da. Im Schnitt haben wir so zwischen 16 und 26 Jugendliche am Abend hier. Genau, und ja, letztendlich ist es ein Raum für die Jugendlichen, wo die Jugendlichen sein können, wie sie gerade wollen, wie sie drauf sind, wo sie ihre Interessen umsetzen können, wo sie mit mir gemeinsam oder mit mir und meinem Kollege gemeinsam Aktionen planen können. Ja. Wir spielen schon seit mindestens 5 Jahren jetzt hier. Fußball im Sommer draußen, im Freien, im Winter halt meistens hier. Mir macht es Spaß mit den Jugendlichen. Klar, ich bin ja schon relativ alt, ich laufe dann den Ball immer hinterher. Aber es macht mir trotzdem noch ziemlich viel Spaß. Und man nimmt auch ein bisschen was mit bei den Jugendlichen. Man kann sich mit ihnen ab und zu unterhalten. Und die haben auch so ihre Themen und Probleme ab und zu. Es sind natürlich viele Flüchtlinge, viele UMAs, die zu uns gekommen sind. Wir sind ja Grenzlandkreis. Aber es sind auch viele vom Kinderdorf, viele Jugendliche, die mitspielen. Also ganz gemischt. Nathalie! Im Pestalozzi Kinderdorf leben und arbeiten Menschen, die mit viel Engagement und ganzem Herzen Kindern eine Zukunft geben möchten. Sie sind da, solange sie gebraucht werden. Als Begleiter auf dem Weg in ein eigenständiges und selbstbestimmtes